Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Soulpsycho. Ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns in Phasmophobia und tatsächlich hatte ich für das heutige Video keinen Plan, was ich eigentlich in Phasmo machen soll. Deswegen dachte ich mir, ich habe früher gerne Challenges gemacht. Wir finden uns jetzt auf Albtraum und ich habe Bock, mal wieder eine Challenge zu machen. Es gab damals 3 Challenges, die man gerne gemacht hat. Keine Lichter, also keine Lichtquellen in der Hand, keine Lichter im Haus oder rückwärts gehen. Lichtquellen finde ich irgendwie ein bisschen doof, ne? Sagt gerne mal oder gebt gerne mal eure Meinung ab, denn wenn ich keine Lichtquellen habe, ist es auch irgendwie blöd, wenn es dann alles nur so dunkel ist. Deswegen dachte ich mir, heute gehe ich nur rückwärts. Und das wird auf jeden Fall interessant, deswegen bin ich extra auf Albtraum gegangen, damit wir auch uns jagen lassen müssen, überlegen müssen, diese ganzen Tests und das Ganze rückwärts. Heute Abend, by the way, ladies and gentlemen, kriegt ihr auch wieder Phasmo-Action. Deswegen dachte ich mir, perfekter Moment eigentlich für so eine Challenge. Und ja, heute 21 Uhr ist sogar in der Überlegung, 20 Uhr zu machen. Aber schau mal, na, gerne auf Twitch vorbeischauen, jeder, der Bock hat. Und ansonsten auf dem Discord, denn dort werde ich dann, oder werde ich euch schreiben, wann der Stream startet. So. Abmarsch ins Häuschen. Und das war eine der Challenges, die ich damals sehr oft gemacht habe. Rückwärts gehen, da kommt es nämlich drauf an, wie gut man das Haus kennt. Und jetzt schon 2 Dreier, alles klar. Wir wissen ungefähr, wo er ist. Jetzt heißt es erstmal ab zum Breaker und ich merke einfach, wie lange ich so eine Challenge schon nicht mehr gemacht habe. Es ist echt... Es ist echt gewöhnungsbedürftig. Aber probiert solche Challenges mal aus. Das waren so die ersten Challenges, die ich damals kannte. Gut, es gibt noch sowas wie alle Gegenstände aus dem Haus räumen oder sowas. Aber man muss halt sagen, diese Challenges sind solo ein bisschen... kontraproduktiv. Ja, machbar durchaus, aber eben kontraproduktiv. Bin ich jetzt doof? Habe ich oben den Breaker nicht gesehen? Wett, jetzt muss ich nochmal hochgehen. Hä, ich war doch gerade in der Garage und da war auch kein... Habe ich den Breaker nur nicht gesehen? Okay, ich habe an die Wand geschaut. Nee, ist klar. Gut, aber das passt auch. Ne? Hier warten wir kurz zum Temperieren. Ich weiß noch damals, als noch das alte Asylum drin war, habe ich diese Challenge gemacht. Rückwärts gehen, keine Taschenlampen, keine Lichter im Haus, in Asylum. Und ich habe es damals sogar geschafft, 2 Beweise ranzuholen. Damals gab es noch keinen Albtraum, ne? Das höchste war Profi, was du zocken konntest. Aber ja, das war ein bisschen überfordernd. Deswegen habe ich mich irgendwann von diesen Challenges im Stream verabschiedet, denn war ein bisschen kontraproduktiv stellenweise. Hallo, Tür auf, bitte. Dankeschön. So, 5,3. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es wahrscheinlich hier sein wird. Ne? Hier hatten wir niedrigste Temperatur und auch die Gegenstände, deswegen passt es sehr gut. Unter Bärchen, Abmarsch nach draußen. Let's go. Ladies and Gentlemen. Was? Ladies and Gentlemen, was habt ihr noch so für Challenges, die man machen könnte, die interessant wären? Ich habe auch, es gibt auch durchaus schwierigere Challenges, sowas wie jedes Häuschen auf Wahnsinn, ohne zu sterben, ohne den Geist falsch zu haben und dann Abmarsch zum nächsten Häuschen oder sowas. Sprich, das, was ich letztens gemacht habe, nur noch mal ein bisschen härter. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber da ist die Frage dann, wie weit kommt man? Gerade wenn es auch Wahnsinn ist. Dann sowas wie Kerzen-Challenge, aber das ist natürlich immer gut, so zu Weihnachten oder sowas. Aber ne, da gibt es ein sehr breites Spektrum. Aber wenn ihr gerade mit euren Kollegen, Freunden, was auch immer, solche Challenges macht, was zockt ihr? Das würde mich mal interessieren. So, oh, Ultraviolett eingetragen. Und das, was ich zum Beispiel sehr schön finde an diesen Challenges, die wöchentlichen Challenges sind immer daran gebunden, du musst den Geist erkennen, dann abfahren. Aber diese Challenges, da, gut, da musst du im besten Fall auch den Geist erkennen. Aber da hast du eben noch weitere Schwierigkeiten. So. Bup, bup. Die beiden Gegenstände, let's go. Also, gut, sowas wie das Rückwärtsgehen kann natürlich jetzt, Phasmo nicht einstellen. Ja, da müssten sie die Keybinding für Vorwärtsgehen komplett rausnehmen. Danke dafür. Das war sehr interessant und sehr leise. Wo ist die Schwierigkeit bei der Challenge? Punkt 1, du musst natürlich das Haus kennen. Oder so ein bisschen, ne? Sonst läufst du gegen jede Ecke. Zweitens, die Jagd ist ein großes Problem. Deswegen wird das gleich interessant hier auf Albtraum. Denn wir müssen uns wahrscheinlich jagen lassen. Das war, by the way, das Mare-Event gerade eben. Fand ich seltsam. Beziehungsweise auch, dass er so leise war. War seltsam, aber gut. Leise während eines Events, das ist komplett egal. Ich frag mich jetzt. Wir haben hier immer noch Freezing Atem. Und er ist scheinbar auch noch hier. Aber das Event, da stand er so ein bisschen hier im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer sage ich schon. Entweder hier oder hier drin im Schlafzimmer. Das finde ich ein bisschen seltsam. Aber gut, Abmarsch nach draußen, letzter Run rein. Und ja, es ist tatsächlich mal echt schön hier so zu sehen, was hinter dir abgeht. So blöd es klingt, ich habe einmal diese Challenge gemacht und habe hinter mir wirklich ein Event abbekommen, das keinen Ton hatte. Das hätte ich, wäre ich vorwärts gegangen, hätte ich es gar nicht mitbekommen.
Das war auf jeden Fall interessant und ja, es wird auf jeden Fall auch noch interessant, ins Versteck zu laufen, nachdem man geräuchert hat oder rückwärts durch den Geist durchzulaufen. Huch, danke, hättest du ja nicht gerade eben schon machen können. Aber gut, jetzt habe ich hier Gegenstand. Dämon bei Link Poltergeist. Okay, ich bin momentan beim Poltergeist. Na, die ersten zwei Gegenstände, relativ hohe oder frühe Aktivität, ist für mich ein Poltergeist. Und super, mein Link-Test hier in Tanglewood ist immer spaßig, erst recht, wenn der Geist nicht weit genug weggeht, dann ist es immer super. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, wir müssen uns wahrscheinlich jagen lassen. Und genau darauf lassen wir es jetzt ankommen. Eine durchschnittliche Sanity von 25 können wir machen. Bewegungssensor, Räucher, das sollte alles machbar sein. Sobald wir wissen, was wir haben, bringe ich den Bewegungssensor mit rein. Schauen, ob ich noch auf eine perfekte Runde gehen kann. Und ja, jetzt erstmal schauen, haben wir hier hinten irgendwo ein Versteck, dann würde ich gerne in die Garage gehen. Oder besser der S-Bereich für die Distanz. Das wird nichts. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier schon mal aufmachen. Na, auch weglaufen rückwärts, ladies and gentlemen. So. Und ja, das waren meine Anfänge. Ich würde sagen, ich nutze jetzt schon mal die Zeit und suche den Knochen. Ja, wenn ich das später machen muss, weil meine Sanity drin ist, dauert es, glaube ich, ein bisschen zu lang. Deswegen schaue ich jetzt schon mal, aber hier ist kein Knochen. Ich hatte ihn hier drauf mal. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Keiner von uns hat ihn gefunden. Aber gut, ich hatte ihn schon zweimal auf der Heizung, deswegen wusste ich, dass ich da irgendwann drauf schauen soll. Knochen. Und eine Bärchen, perfekte Runde ist machbar. Ich lege jetzt meine Räucherstäbchen nicht mehr aus der Hand. Könnt ihr vergessen, aber ich bringe jetzt noch mal Salz mit rein. Klar, Futterbrat wäre ja auch gut, aber das können wir später machen. Aber schon mal Salz, damit er reinsteppen kann. Und ja. So. Wunderbärchen, Salz ist da. Let's go, Antmarsch ins Häuschen. Und hoffentlich nicht rasiert werden. Dann eher genau das Gegenteil. Ich würde gerne rasieren. So, dann schauen wir doch mal. Ich packe das irgendwo hier hin. Denn ich locke ihn ja auch gleich hier in die Richtung. Ne? Nicht dahin, sondern dahin. Das ist der Punkt, der am weitesten entfernt ist von dem Versteck im Blue. Der Nachteil ist natürlich, es könnte sein, dass er gar nicht erst bis hierhin geht. Du denkst mir, du stehst über mir, hä? Apropos, wir könnten hier noch... Ach, das ist der Wahnsinn. Noch ein paar Gegenstände droppen, damit er auch safe hier als Poltergeist, sollte es einer sein, die Gegenstände mitnehmen kann während der Jagd. Upp, upp, upp. Ja, geh bloß weg von mir, gell? Ja, man merkt richtig, durch das Event war er hier und geht jetzt gerade wieder zurück. Also der Nachteil ist gerade, er kann gerade nicht in den Geist rumgehen. Weil durch das Salz wieder immer zurück, also muss er erstmal zurückgehen. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht, aber es dann damals, als das Salz reinkam, dann in den Patch Notes, dass wenn man das Salz an den Türen platziert, während der Geist drin ist, na, dass er dann den Raum nicht verlassen kann, solange da ein Salz ist. Also sprich, das Salz ist wie so eine Blockade, sobald er reinläuft, wird er wieder zurückgebounced, also er geht dann wieder rein, kann nicht drüber gehen erstmal. Ich glaube zwar, dass sie das irgendwann entfernt haben, aber es klang interessant. Also kannst du natürlich dann auch so ein bisschen den Geist daran hindern, rauszugehen, zu roamen. Das ist eigentlich dann theoretisch praktisch, wenn du Freezing bekommen willst und du hast einen roamenden Geist. Einfach warten, bis im Geist rum ist, Salz vor die Tür und immer wieder erneuern. Aber gut, wie gesagt, das habe ich jetzt noch nie so wirklich gesehen, mitbekommen. Wir haben ja eigentlich eine gute Straße, würde ich sagen. Jetzt ist sie noch besser. Gut, für mich heißt es jetzt warten. Na, ich bin sehr gespannt, wie die Jagd wird. Ich muss ihn räuchern und dann rückwärts im Hyperspeed in meinen Raum laufen. An den Stühlen hier vorbei. Das wird auf jeden Fall eine kleine Herausforderung. Aber gut, wir haben alles präpariert, dann sehen wir uns, wenn die nächste Jagd beginnt oder überhaupt mal eine Jagd beginnt. Okay, die Jagd beginnt. Ich bin so nervös gerade. Hallo? Hallo? Kommst du vielleicht auch mal zu mir? Ich habe bald über den Fernseher gemacht, wie ihr hört. Kommst du vielleicht? Hallo? Ja. Ist das dein scheiß Ernst? Kommst du vielleicht mal zu mir? Nö, der geht dahinter, der geht zu meinem Versteck. Denkt sich gut, also versteckt, da verstecke ich mich jetzt vor dem... Was zur Hölle? Mehr als hier stehen und meine Taschenlampe anlassen, kann ich ja eigentlich fast nicht. Okay. Aber ich habe ihn schön gehört. Also mein Link-Test geht so rum natürlich auch. Ne? Wenn ich im
da bin und er da. Also mein Ling würde ich rausnehmen und Dämon auch, weil er braucht zu lange. Was übrig bleibt, ist Poltergeist. Auch die Aktivitätsrate und gerade in den kleinen Gebäuden. Sprich, alles was keine Highschool, Prison, Sunny Meadows oder Maple Lodge ist. Zählt als kleines Gebäude und ja, wandern mir noch ein paar Events um die Ohren. Und jetzt zählt er als kleines Haus und da wurde mal die Frequenz erhöht. Also sprich, Poltergeist solltest du hier kennen. Ich fand's gerade super. Ich mache mir extra viel Mühe mit dieser Straße und er kommt nicht. Er erscheint nicht. Was soll denn der Schmarrn jetzt? Aber gut, kann ich jetzt auch nichts machen. Der einzige Vorteil ist, wir sind vielleicht durch die ganzen Events und sowas jetzt schon Richtung Null gewandert. Gut, wir sind leider nicht in die anderen Events reingedackelt. Deswegen sind wir noch nicht auf dem Nullpunkt mit unserer Sanity. Aber zumindest sind wir jetzt schon mal durch das Event, durch das Hauch-Event gerade eben ein bisschen niedriger. So, und jetzt komm bitte. Wenn du jetzt wieder weggehst. Du bist kein Yokai. Du kannst kein Yokai mehr sein. Tu nicht so, als ob du mich jetzt hier nicht siehst oder hörst. Gehst du her? Das ist doch... Das ist ein... Also... Hallo? Ah, jetzt auf einmal. Jetzt bequemt sich der Herr zu mir. Na, wie viele können von euch behaupten, sie sind rückwärts mal durch den Geist durchgelaufen? Ist nicht schön. Aber ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, das war ein Poltergeist. Ich gehe jetzt erstmal raus, nehme Sanity Pin und dann schauen wir uns die Gegenstände an. Es hat gut geklappt. Direkt als er da zu dieser Straße gekommen ist, hat er bereits umgeworfen. Ich würde es feiern, wenn es jetzt kein Poltergeist ist, aber gut. Das wäre dann wieder so dieses typische, man ist so auf einen Geist, den man im Gedächtnis hat, fixiert. Dass, ja. Dass man dann natürlich auch alles in diese Richtung dieses Geistes sieht. So, was brauchen wir jetzt? Nur noch Bewegungssensor, Fotos machen und dann können wir auch schon abdüsen. Bewegungssensor, ich bring doch mal Salz mit und jetzt habe ich auch schon keinen Platz mehr. Taschenlampe nehmen wir jetzt mal weg. Ja, ich weiß, Knochen finden und sowas wird spannend. Aber, dann, ja, mein Gott. Dann ist das eben so. Ach ja, er hat den Breakout gemacht. Würde ich vielleicht vorher dran denken sollen. So, dich hier hin und dann nochmal das Scheiß hier hin. So, und ja. Na, das Gute ist, wenn du rückwärts gehst, ist auch, brauchst du auch kein Licht, weil es komplett egal, welcher Weg vor dir ist. Na? Du siehst jetzt nach vorne hin sowieso nichts und okay. Dafür wäre jetzt Licht ganz gut. Da. Ich wusste es doch, hier ist doch irgendwo Knochen. So, mitgenommen, jetzt noch die ganzen Fotos machen und ja, ich habe mich vielleicht gerade hier im Kinderzimmer verlaufen. Ich wäre der beste Papa EO West, ne? Wenn ich mich erstmal hier im Kinderzimmer verlaufe, wenn es meinem Kind nicht gut geht. Am Ende bin ich der, dem es nicht gut geht. So, einmal das hier, dann natürlich... Nein, lauf nicht weg. Das Buch. Dots, kannst du mal hier rüberschalten? Dankeschön. Das hier noch. Hatte ich den hier schon? Nein, den hatte ich doch nicht. So, dich noch... Dich noch. Und jetzt fehlt, glaube ich, nur noch... Ja, es fehlen noch zwei Fotos. Und er ist natürlich gerade nicht mehr hier. Na, Bewegungssensor. Er ist nicht mehr da. Jetzt ist das große Problem, das ich habe. Fährst du jetzt ab, machst noch eine Runde oder wartest jetzt noch mal eine Minute in der Hoffnung, dass doch hier irgendwas noch passiert? Ja, am Arsch da hinten. Jetzt komm hierher. Bis er hier ins Zeitstack geht. Ich würde trotzdem diese Minute warten, trotzdem deine Runde dranhängen. Einfach in der Hoffnung, dass wir vielleicht doch das Glück haben, hier jetzt diese Runde abzuschließen. Aber ja, wir wollten ja eigentlich noch die Gegenstände anschauen. Boop, dankeschön. Ja, nein! Ich war nicht auf meinem Fotoapparat, Mann. Aber gut, wir gehen jetzt erstmal hier hin, machen den Breaker an, damit wir uns jetzt... Ach ja, er hat ja da hinten das Licht kaputt gemacht. Deswegen war es da so dunkel. Aber das bedeutet, wir können hier... die Gegenstände anschauen, ihr seht das hier, die Straße ist nicht mehr vorhanden, er hat alles weggepackt und aufgeräumt. Na, der Teller hier, der wäre, ist ins Nirvana geflogen. Der Teller hier, ciao Kakao. So, haben wir es dann bald hier. Nein, nein, du wirst da hinten bleiben. Er hat gerade hier ein Event gegeben, ne? Da hinzugehen ist jetzt nicht so dramatisch. Gut, es tut mir leid, ich habe leider jetzt kein Foto mehr für dich. Und ich hätte es jetzt gefeiert, wenn ich beim Rausgehen gehört hätte, wie er da reintritt. Das wäre so typisch ich gewesen. Aber gut, wir haben unseren Geist, hoffentlich. Poltergeist eingetragen, let's go, Abmarsch.
Und das war Challenge Nummer 1. Und ich würde sagen, für die, wir hauen noch eine zweite Runde dran. Ja, weil 15 Minuten ist ein bisschen weniger. Ich habe auch ein bisschen was rausgekattet. Ist einfach zu wenig. Und ich würde mal sagen, na, keine Lichter im Haus wird bei mir nicht viel bringen. Ich mache sowieso keine Lichter im Haus an. Deswegen ballern wir einfach hinterher, dass ich keine Taschenlampe habe. So bin ich mal gezwungen, Lichter im Haus anzumachen, wenn ich was sehen will. Ist natürlich kontraproduktiv, wenn gerade... Ach ja, ich kann wieder vorwärts gehen. Ist natürlich kontraproduktiv, wenn er gerade gejagt hat oder Kruzi geknuspert hat, dann gehen alle Lichter aus. Aber hier, boop, Taschenlampe brauche ich nicht. Kann ich einen zusätzlichen Gegenstand mitnehmen. Und ich nehme die Aufhörlampe. Vielleicht haben wir Glück und er bewegt eine Tür oder sowas. Können wir direkt nachschauen. Brauchen wir vielleicht auch kein Salz mehr. Außer wir wollen auf eine perfekte Runde gehen. Oh, können wir sogar. Können wir sogar. Die Quest sind einfach. Gut, also, was machst du? Erstmal schauen, dass du hier möglichst irgendwie durchkommst. Da ist ein Schrank. Und am besten in der Hocke. In der Hocke, an Wänden. Und schau mal, ist hier ein Breaker? Jawohl. Ja, das sind so die Challenges, mit denen ich groß geworden bin, Ladies and Gentlemen. Damals, als noch Asylum da war, damals, als es noch kein Albtraum gab, als man eine Herausforderung gebraucht hat, als das hier mit No Evidence noch nicht ganz so gut funktioniert hat, hat man eine Herausforderung gebraucht. Und das war eben das hier. Das hier, die Runde davor. Und wie gesagt, keine Lichter im Haus, aber das ist sowieso meine tägliche Challenge. Ich mache selten Licht am Haus an. Es ist irgendwie tatsächlich sehr, sehr schön, das mal wieder zu machen. Ist so ein bisschen Oldschool-Challenge. Wobei man sagen muss, das Haus hier ist jetzt eher weniger Oldschool. Ah nein, es ist schön, einfach mal auch die alten Zeiten aufleben zu lassen. Und by the way, da lasse ich Licht an, komplett an. Wir dürfen nicht vergessen, wir dürfen nicht zu viele Lichter anmachen, sonst haust die Sicherung raus. Na, deswegen versuche ich jetzt hier hinten in den Räumen, insofern da kein Geistraum ist, da wieder Lichter auszumachen, aber zumindest hier in den Hauptknotenpunkten, wo man am häufigsten durchläuft, da werde ich die Lichter anmachen. So, schau mal. Ja, wer erinnert sich? Ich war in diesem Raum, als ich tiefe Einblicke von Wackelchen bekommen habe. Habe ich mich sehr darüber gefreut. So, und so wie es aussieht, ist am Keller natürlich der letzte Raum, damit man möglichst schön im Dunkeln durchs Haus laufen muss, damit es auch einen Sinn hat. Ich freue mich. Freue mich. Oder in einem der ersten Räume und es war einfach noch nicht temperiert. Nein, im Keller, im hintersten Raum. Da ist auch die Hand, natürlich. Also, na, in gewisser Weise sind sie auch nett. Na, sie geben mir ein hilfreiches Händchen an der Stelle. Aber hätte auch besser sein können. So, hier ist kein Licht mehr an. Nö, Tür zu, tschüss. Die Tür hätte ich auch. Ja, auf mit dem Schmarrn. So, Abmarsch nach oben, let's go. Abmarsch in Van. Und der Vorteil ist, wenn du natürlich keine Taschenlampe hast. Gut, ich könnte jetzt auch Kopfcam nehmen, aber Kopfcam wollte ich jetzt auch nicht nehmen. Oder man könnte allgemein Kopfcam nehmen, ne, damit man drei Gegenstände nehmen kann. Für die Challenge hier habe ich jetzt auch keine Kopfcam, weil, ja, ist auch ein bisschen kontraproduktiv. Geht ja darum eben, dass du immer keine Lichtquelle oder sowas hast. Aber nein, jetzt ist halt für mich der Vorteil, da ich ja sowieso der Taschenlampen-Junkie bin und eher weniger der Kopfcam-Dummy, dass ich jetzt endlich mal drei Gegenstände mitnehmen kann. Einziger Nachteil, ich werde jetzt gleich... Ah, nee, das geht sich sogar gut auf mit den Runs. Nicht super. Abmarsch nach unten und das Beste jetzt hoffen. Hat er hier unten Licht ausgemacht? Nee, es ist immer so dunkel. Ja, viel Spaß. Viel Spaß. Ich finde, da gehört noch eine Lampe hin. Ja, stell dir das mal vor, du bist irgendwie noch jung, willst in den Keller runtergehen, vielleicht hast du Getränke unten im Keller. Nein, das ist immer schön kühl. Eignet sich gut dafür. Ja. Und dann gehst du hier erstmal in diese, durch diese komplette Dunkelheit die Treppe runter. Da ist komplett egal, ob Tag oder Nacht. Haut sich aufs Maul. Gut, er ist hier, aber es dauert noch und er macht nicht viel. Ich glaube, ich gebe ihm noch ein bisschen Zeit. Ja, die merkt das. Das sieht gar nichts. Also erster Gedanke von uns allen wahrscheinlich Shade, wollte ich gerade sagen, aber das war ein Dreier. Shade ist raus. Und Battleflop Champion. Battleflop vor allem. Battleflip. Gut, aber er ist auf jeden Fall hier. Können wir Salz auch platzieren. Und wir reden nochmal mit dem Guten. Nachdem wir nach Fussis geschaut haben, hier sind keine Fussis. Diese Challenge ist ein bisschen herausfordernd, da wenn du natürlich höhere Schwierigkeitsgrade machst. Albtraum, Wahnsinn, No Evidence. Viel Spaß bei No Evidence. Aber es ist machbar, es ist nicht allzu schwer. Und wie ich finde, ein guter Einstieg in Challenges.
So, danke dafür und ich wollte jetzt später rückwärts gehen. Sobald du einmal diese Rückwärtsgehen-Challenge gemacht hast und wirklich Buch gezogen hast, du bist gedanklich einfach komplett raus. Du willst die ganze Zeit rückwärts gehen. Das wird so eine Autonomie für dich. Das ist der Wahnsinn. Ich muss ganz ehrlich sagen, früher, als es noch die Anfangshäuser gab, hier in, wie sagt man, Asylum-Zeiten, ich konnte so gut wie jedes Haus rückwärts gehen, außer bei Asylum habe ich mich teilweise schwer getan, wobei das sogar am einfachsten stellenweise war, weil du einfach nur lange Gänge hattest. Bei Prison und Highschool da in jeden Raum reinzugehen, das war nervig. Aber, ach ja, warte, wir können ja 3 Gegenstände mitnehmen. Na, diesmal gehen wir auf Nummer sicher und dann haben wir den Struggle nicht mehr mit 2 Salzhäufchen, die er steppen muss. So, Abmisch noch drin. Nee, ich finde auch, es ist ein Vorteil, wenn du diese Challenges machst, denn du lernst diese Häuser im Dunkeln. Oder eben durch das Rückwärtsgehen lernst du den Grundriss sozusagen auch so ein bisschen. Und das ist sehr von Vorteil. Gerade wenn du jetzt im Dunkeln weglaufen musst, ne, da hast du natürlich einen großen Vorteil, wenn du das Haus im Dunkeln im Schlaf kennst. Ne, brauchst keine Taschenlampe mehr und überlebst wahrscheinlich, ja. So, boop. Und dich mache ich hier hin. Natürlich stoppen. Hör auf, mit dem Licht zu spielen, ich sehe das. So, sieht doch wunderschön aus, oder? Das Buch ist unbeschrieben, jawohl, in der Box haben wir nichts, aber ich schaue jetzt erstmal nochmal Temperatur. Ja, jetzt temperiert es sich doch wunderschön. So, jetzt schauen wir hier erstmal nach. Weil diese Dose hätte ja theoretisch auch... Ich weiß nicht, wer durch mich durchgegangen ist, aber das war sehr unhöflich. Nein, man fragt, bevor man jemand eindringt. Wen haben wir? Bitte was? Da hat jemand ein kleines Aggressionsproblem. Uli. So, also. Wir haben Anthony, also männlichen Geist. Na, ich hätte es doch auch mal zugetraut oder wieder Wackelchen. Na, haben wir es dann bald. Ja, rastet hier komplett aus. Also, wir haben Dots. Ja, da waren nochmal Dots. Das ist sehr schön, aber könnten wir ein Geisterfoto bekommen. Sonst geht's noch gut, oder? Was haben die diese Spraydosen getan? Jetzt mal Real Talk, du hast ja noch mehr Gegenstände. Aber ist mir komplett egal. Also, das haben wir schon mal. Ich bleibe jetzt hier am Fleck stehen, ja, damit ich die Nachtsicht nicht als Taschenlampe verwende. Aber hier haben wir einen wunderschönen Orb. Gut, wir haben unsere 2 Beweise. Und nicht die entspannteste Auswahl. Yokai, ne? Er ist sehr inaktiv gewesen. Und wenn wir die, als wir die Box verwendet haben, was ja auch so in gewisser Weise wahrscheinlich wie Ingame-Reden zählt, auch wenn man nur die Dinger drückt. Da wurde er aktiver. Also momentan könnte es durchaus ein Yokai sein. Gut. Die 2 finden wir heraus. Finjore ist also territorial. Und Banshee können wir auch herausfinden, indem wir uns einfach in den Nebenraum chillen. Schauen wir mal, ob er in unsere Richtung geht. Ich finde, Banshee und Yore können, wenn sie im Keller sind, teilweise schwierig werden. Weil, naja gut, Raum nach oben können sie. Aber das war es auch schon. Ja, Geistraumwechsel oder sowas nach oben ist, da können sie nicht, also ein bisschen schwierig. Und die wenigsten Raum tatsächlich nach oben. Ich nehme jetzt Feuerlicht mit, einfach weil ich es kann. Weil ich den Slot sowieso frei habe und für die Nebenquest. So, aber ich würde es jetzt gleich gerne mal auf eine Jagd ankommen lassen. Der Nachteil bei dieser Challenge ist, es ist alles hell erleuchtet. Du verlierst fast keine Sanity. Das ist ein großer Nachteil. By the way, ich mache jetzt auch die Kerze nicht an zum Gehen, ne? Wäre auch cheaten so ein bisschen. Aber das könnte man auch machen. Na, Kerze als Lichtquelle und gerade mit T3 ist das machbar. Der 1 und T2 ist an vielen Stellen herausfordernd. So, hier, boop, viel Spaß damit. So, was ich jetzt noch mache, ich werde jetzt Salz nehmen. Oben werde ich meine Räucherstäbchen platzieren. Und ich werde jetzt beide Salz nehmen. Werde aber auch vor dem Raum und im Flur Salz platzieren. Und bis sie dann das erste Mal jagt. Ach ja, warte mal. Dich und, ja gut, ich will beide Salz bringen, Futterapparat, deswegen komplett leer jetzt. Aber nein, das wollte ich sagen, genau. Ich werde das Salz vor den Räumen platzieren, um zu schauen, wie, ob hier ein gewisses Roaming-Verhalten ist. Ob er Nebenraum geht und so weiter. Wie gesagt, wenn er bereits gejagt hat, kontraproduktiv. Na, dann bringt dir das nichts mehr. Oder wenn er, wenn du es platzierst und dann jagt er, na, dann schwierig. Aber bis er das erste Mal dann jagt, oder das nächste Mal jagt, je nachdem, kann dir so ein Salz helfen, um herauszufinden, wie ist das Roaming-Verhalten. Klar, Bewegungssensor funktioniert auch super. Aber letzten Endes kommt es ja sowieso aus selber raus. Hauptsache, du hast gewisses Verständnis für das Roaming-Verhalten. So, Abmarsch nach unten. Aber wieder ein Gegenstand und ich weiß nicht, wo der war. Ah, im Geistraum. Noch einer im Geistraum. Okay, also erstmal hier safe ein bisschen Salz platzieren. So, dann vor dem Raum.
Wir haben ja noch das Kuzi drin, das ist auch schon mal gut. Dann, wie gesagt, hier drüben packe ich jetzt einmal Salz hin. Ja, ich hätte die Tür auch zulassen können, ich weiß. Und hier packe ich Salz hin. Na, die zwei, da wird sie reinsteppen. Er reinsteppen, sorry. Wenn er jagen möchte. So, und jetzt schaue ich mal. Bin er wieder hier? Nein, das wollte ich nicht. Ich will jetzt erstmal die Hand fotografieren. Ich hoffe, das war die Hand. So, und ab jetzt drücke ich V. Ich schaue mal, ob sich die Aktivitätsrate irgendwie erhöht, ob er vielleicht sogar ein Event gibt oder sowas. Im besten Fall kriege ich hier gleich auch noch ein Foto von den Dots. Das wäre natürlich super. Dann würde ich feiern. Aber dann schauen wir jetzt mal, wie sich das Ganze verhält, während ich jetzt V gedrückt halte. Das mache ich so lange, bis ich Dots sehe und hoffentlich mein Foto bekomme. Gut, das war Glück im Unglück. Vielleicht sollte ich mich doch hier hinstellen. Und danach will ich in den Nebenraum gehen. Denn wenn du eine Banshee hast, wird sie in die Richtung ihres Opfers. Robin. Oder welchen? Und da ich solo bin, bin ich ihr Opfer. Wenn ich zu weit weggehe, hat sie nicht unbedingt die Möglichkeit, in meine Richtung zu kommen. Wenn ich im Nebenraum bin, ist größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Nebenraum kommt, beziehungsweise dass ich das Ganze merke. Deswegen Abmarsch unten. Ja, by the way, keine Ahnung, wo ein Versteck ist, wirklich lustig. So, und ich gehe jetzt einfach hier in den Nebenraum. Hier lasse ich jetzt auch meine Sanity droppen. Und ich habe zum Beispiel hier auch das Salz. Wenn es eine Banshee ist, roamt die in die Richtung ihres Opfers. Wenn sie jetzt hier in das Salz steppt, heißt das nicht unbedingt, dass wir eine Banshee haben, die meine Richtung roamt. Na, es könnte auch sein, dass der Geist einfach nur allgemein roamen geht im Nebenraum. Da ich jetzt gerade im Nebenraum bin, schwierig. Also ich könnte auch mich auch dort hinterstellen, zum Beispiel. Aber ja. Ich will jetzt einfach herausfinden, kommt es in meine Richtung? Und vielleicht macht es sogar irgendwelche Dinge. By the way, ich drücke schon lange kein V mehr. Also sprich, in-game rede ich nicht. Und trotzdem ist es aktiv. Wegen Yokai war das schwierig. Wenn wir sowas wie einen Raichu und Tai haben, wird es vielleicht lustig an der einen oder anderen Stelle. Aber das wären natürlich Geister, die wir leicht erkennen. Banshee ist für mich jetzt sowieso schon gedanklich raus, weil es einfach nicht kommt. Es spielt da im anderen Raum weiter. Ist für mich gedanklich raus. Wenn es ein Yurei wäre, würde ich es feiern. Denn mit Yurei rechne ich gar nicht. Sie verlässt den Geisterraum noch nicht mal. Er verlässt den Geisterraum noch nicht mal. Es bleibt immer nur die ganze Zeit in diesem Raum. Es ist fast schon wie ein Goryeo. Wie ein territorialer Geist. Aber den Orb hatten wir definitiv, die Dots auch. Und ja. Deswegen. Hier ist es jetzt noch undurchsteppt. Das hier, da ist er reingetreten. Da hat er vielleicht mal einen Versuch gemacht, den Raum zu verlassen. Aber das war es dann auch schon. Also bis jetzt. Entweder Yokai. Da ist aber gerade die Aktivitätsrate schwierig. Oder Raichu und Tai, denn die haben kein bestimmtes Verhalten. Tai hat noch das. Oder für einen Tai könnte das vielleicht auch noch sprechen. Er hat eine hohe Aktivitätsrate. Wenn er noch jung ist. Ja, finde ich auch. Also das hier deutet nicht auf eine Banshee hin. Aber jetzt hier geht er natürlich aus dem Raum raus. Besten Fall, weil er jetzt durch das Vent da drin war. Genau, deswegen das Salz gestellt. Aber auch hier. Okay, ich stelle mich jetzt hier hin. Hier diese nur leicht dunkle Ecke. Und warte jetzt an dieser Stelle. Na, am besten sollte ich jetzt das Licht ausmachen, um Sanity zu droppen. Er ist nochmal ein Salz gestellt. Sprich, er geht gerade zurück in den Geisterraum. Obwohl sein Opfer hier ist. Na, ich bin hier. Das ist gerade spannend. Jetzt ist auch noch ein zweites Salz gestellt. Könnte sein, dass die Banshee raus ist. Einfach, weil ich es kann und sowieso die Hand frei habe. Wolltest du jetzt gerade jagen? Oder hast du einen Break ausgemacht? Gut, dass es hier nicht dunkel ist oder so. Nein. Ich dachte, wir wären schon unten. Okay. Hallo. Ew. Ich will nicht im Keller im Dunkeln angestöhnt werden. Bitte, Dankeschön. Na, kurz wurde geknuspert. Dann können wir hier noch ein Foto machen, wenn ich mein Fotoapparat finde. So, nee, kein Fotoapparat. Wo habe ich den hingelegt? Nee, hier ist auch keiner. Wo habe ich den hingelegt? Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich habe den irgendwo hingeworfen. Ah, oben wahrscheinlich, bei meinem Räucherstäbchen. Könnte das sein? Gut. Ja, ich nehme jetzt einfach das Kruzifix mit. Ja, also ich denke, wir werden nach der Jagd wissen, welchen Geist wir haben. Wieso ist... Ach ja, hier oben ist ja auch dunkel. Natürlich, Tür ist auch noch zu. Halt auf die Geschwindigkeit. Habe ich hier eigentlich noch was
ist eben der. Bei dem Wohnzimmer. Also jetzt hier im Dunkeln zu räuchern, will ich jetzt nicht unbedingt. Ist ja komplett egal, was ich will. Jagd vorbei, Bereich haben wir geräuchert. Wunderbärchen. Also, wir haben jetzt sogar ohne Licht den Geist geräuchert. Check, Job done. Also, was wissen wir? Ich habe immer noch keinen Plan, wo mein Fotoapparat ist. Aber wir wissen, welchen Geist wir haben und das ist das Gute. Deswegen nehme ich jetzt Sanity Pillen. Wir sind... Dieser Geist jagt auf ungefähr 60%. Schneller in der Nähe von Elektronik. Langsamer, wenn keine Elektronik in der Nähe ist, beziehungsweise normale Geschwindigkeit. Also, wir haben einen wunderschönen Raichu. Sehr, sehr schön. Feiere ich. Schauen wir mal, können wir noch Mimik haben? Durch die Dots nicht mehr. Also, Raichu ist der Geist unserer Wahl. Und welchen? Wir können sogar jetzt ein Kruzi-Foto machen. Salz können wir fotografieren. Wir sollten jetzt auf eine perfekte Runde gehen können. Jetzt ist einfach nur das Nervige. Alles ist wieder dunkel. Wir müssen jetzt da nach unten gehen. Dann die ganzen Fotos. Und mir wurde in die Kommentare geschrieben, dass, wenn man ein Foto löschen muss, man keine 3 Sterne mehr kriegt. Also keine perfekte Runde mehr kriegen kann. Das würde mich natürlich auch mal interessieren. Aber ich habe jetzt keine Lust, eine perfekte Runde zu versauen. Aber achtet da mal drauf, ob das dann möglich ist, weil das würde mich schon interessieren und ich versuche natürlich, sollte es mal dazu kommen, na, ohne dass ich jetzt machen muss, also bewusst machen muss, versuche ich es auch mal zu schaffen, dass ich hier ein Foto löschen muss. War da draußen jetzt? Da ist auch noch eins, ne? Ja. Mhm, also jetzt passt noch alles. Hier habe ich keine Ahnung, welches jetzt das eine Stufe 3 Salzfoto war, aber wir haben alles. Und welche? Aber ne, achtet da mal drauf, ne? Vielleicht gibt es dann wirklich, kann man dann wirklich keine perfekte Runde mehr machen, wenn man Stufe 2 Foto löschen muss, damit man das mit einem 3er ersetzen kann. Würde mich mal interessieren, aber nice one. Wir haben alles. Stufe 3 Fotos, Knochen, Nebenquests, keine Taschenlampe verwendet. Gut, UV-Lampe mal kurz unten, weil sie jetzt sich bewegt. Und vorher mal kurz die Taschenlampe in der Hand gehabt im Van, aber... Na, wir haben sie ja nicht so verwendet. Abmarsch. Das war eine schöne Challenge. Wie gesagt, heute auf Twitch bin ich live. Schaut da gerne vorbei, Ladies and Gentlemen. Ich wünsche euch jetzt ein... Warte, wir schauen jetzt natürlich erstmal, ob wir richtig lagen mit unserer Vermutung. Mit unserem Raichu. Aber war schön zu erkennen. Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.